hallo, ich bin der Manuel Schad von SUD Sports. Heute wieder ein kurzer Clip. Ich möchte euch einen Umbau von uns vorstellen. Das gute Stück. Eine SWT Supermoto, die sich der Markus so gewünscht hat. Mit unserem Rahmen, der Rahmenverstärkung. Umbau auf Paralever mit Zentralfederbein. Vorne und hinten schön auf breiten Supermoto-Felgen der Firma Hahn Wheels. Vorne ist es die LC8-Gabel aus der 59 mit unserer SWT-Gabelbrücke, dem Hahn Wheels-Rad, Doppelscheibenbremse nach vom Braking, die sich sauber an dem Motorrad anschmiegt. Die neue Husqvarna-Verkleidung. Der Tank, der kommt einem bekannt vor. Das ist der G-S-Tank, den er da super mit eingeschmiegt hat. Und am hinteren Teil, da durften wir uns nur ein bisschen beteiligen. Ich habe da mit Markus die Teile rausgesucht. Sind wir von einem zum anderen Plastikhersteller gefahren, haben da geguckt. Von der Husqvarna Enduro, das Heckteil, das er da wirklich wunderbar an das Motorrad angepasst hat. Was willst du noch hören? Das Hinterrad wird von der 1150 GS-Schwinge geführt. Dämpfer ist von der Firma Tractive aus den Niederlanden. Und Aggregat, wenn eine Szene so unterwegs ist, 1043 Kubik, kommt dann ja bekannt vor. Drückt richtig was. Die SR-Auspuffanlage wunderbar in Schwarz eingefärbt. Passt sich super in die Linie ein. Ist nicht zu laut. Das Motorrad ist sagenhaft. Macht einfach richtig Spaß. Wunderschön, was er sich da zusammengebastelt hat. Kann man gar nicht glauben, dass man da ein Motorrad aus den 80ern hat.